Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, was wir gerade eben wieder erlebt haben von einem Kollegen der AfD-Fraktion, die ja regelmäßig Besuche abstattet auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim, ist nicht nur eine Blindheit gegenüber den Maßstäben des Völkerrechts, die Deutschland verteidigt, sondern ist insbesondere, wenn es um die Aufgabe der Soldatinnen und Soldaten, die seit 20 Jahren verrichtet wird und die Blutvergießen verhindert hat, die dafür gesorgt hat, dass ein schrecklicher Bürgerkrieg eingedämmt werden konnte, die natürlich keine Verantwortung dafür übernehmen kann, wie nirgendwo auf der Welt, dass nicht auch weiter kriminelle Machenschaften stattfinden. Aber das diskreditiert den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten in einem Ausmaß, das ist nicht akzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das können wir hier nicht stehen lassen. Deutschland zeigt mit einem 20-jährigen Einsatz im Kosovo, dass wir bereit sind, internationale Verantwortung zu übernehmen. Ja, dazu haben wir uns verpflichtet. Ja, auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor 6 Jahren haben Präsident, Außenminister und Verteidigungsministerin gesagt, wir nehmen internationale Verantwortung wahr. Ja, dazu ist es notwendig, dass wir den Verteidigungshaushalt weiter erhöhen. Das 2-Prozent-Ziel ist für uns verbindlich. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland kann auch selbstbewusst darauf hinweisen, dass wir diesen längsten Einsatz, der von der NATO geführt wird, zuverlässig begleiten, dass wir da sind, wenn Deutschland gefordert ist, um dafür zu sorgen, dass Völkerrecht Geltung hat, dass es um Menschenleben geht und dass wir für Sicherheit und Ordnung in dieser kritischen Region zeigen. Wir sind sicherheitspolitisch erwachsen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das können wir selbstbewusst sagen. Und es zeigt auch, dass wir in der Lage sind, auch mit einer Parlamentsbeteiligung dies zu realisieren. Die deutsche Parlamentsbeteiligung ist auch mancher internationalen Kritik ausgesetzt. Und wir sagen allen internationalen Partnern immer wieder, es ist gut und es ist richtig und es ist nicht irgendein Relikt des Kalten Krieges, dass das deutsche Parlament daran beteiligt ist. Dass wir hier im Deutschen Bundestag seit 20 Jahren verlässliche Mehrheiten für diesen schwierigen Einsatz haben, das zeigt, dass parlamentarische Verantwortung für unsere Soldatinnen und Soldaten nicht irgendeine Sonntagsrede ist, sondern dass sie wahrgenommen wird, dass sie gelebt wird und dass eine parlamentarische Beteiligung richtig ist. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Und dieser Einsatz, unser heutiger Beschluss, zeigt, dass wir dem gewachsen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen in der Tat Verantwortung wahrnehmen, in die Verantwortung gehen für das Kosovo, für den westlichen Balkan, aber auch die Staaten dort auffordern, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Und da ist in der Tat viel zu tun. Wenn es ein Gerede gibt über Großalbanien, dann ist das eine wirkliche Gefahr für den Frieden dort, die insbesondere auch der kosovarische Präsident Sači schürt. Das ist nicht akzeptabel. Wenn es Ideen gibt, wieder Grenzlinien anhand von ethnischen Bevölkerungsgruppen neu zu ziehen, dann ist das eine elementare Gefahr für Frieden und Sicherheit in dieser Region. Und wir müssen allen Menschen dort sagen, ja, sie gehören zu Europa. Wir wollen sie integrieren in dieses Europa. Das wird ein langer Weg sein. Fritz Felgentreu hat das gesagt. Aber das Europa des 21. Jahrhunderts ist ein Europa, in dem wir die Rechte ethnischer Minderheiten nicht mehr durch Grenzziehung wahren, sondern durch kluge Minderheitenpolitik. Das wird in Südtirol gelebt. Das wird auch in Deutschland gelebt. Ich habe in meinem Wahlkreis eine dänische Minderheit. Und auch wenn die Grenzziehung zu Dänemark 100 Jahre her ist, glauben Sie nicht, dass es nicht auch dort noch Ressentiments gibt. Und die gibt es natürlich in sehr viel größerem Umfang noch in dieser Region dort. Das heißt, dieses Europa der Zukunft muss ein Europa des integrativen Ansatzes sein, in der ethnische Unterschiede eine immer kleinere Rolle spielen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir auch erzählen können und die wir auch in diese Region bringen können. Und wenn wir diese Verantwortung weiter wahrnehmen und die Politikerinnen und Politiker dort in der Region weiter in die Verantwortung nehmen, dann in der Tat ist es möglich, diesen Kernbestandteil Europas auch in die Europäische Union zu integrieren. Wir werden voraussichtlich im Herbst über die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit weiteren Staaten hier zu entscheiden haben. Und ich glaube, mindestens im Fall von Nordmazedonien ist klar, es wird positiv ausgehen. Das heißt,
Deutschland steht zu seiner Verantwortung im westlichen Balkan. Das ist ein Teil Europas. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, aber wir nehmen auch die Politikerinnen und Politiker dort in der Region in die Verantwortung. Bekennt euch zu Europa, lebt unsere Werte, dann seid ihr herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Marie.